Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer bei Wunder heute. Mein heutiger Studiogast ist Franz Imhoff aus Steinhausen aus dem Kanton Zug. Arthrose in beiden Knien. Die Schmerzen, manchmal unerträglich, Spritzen, Einreiben, all das half nur bedingt. Doch der Franz wäre heute nicht bei uns bei Wunder heute, wenn er nicht ganz eindrücklich das Eingreifen von Gott erfahren hätte. Zuerst einmal herzlich willkommen, Franz. Schön, dass du bei uns bist. Danke, Andreas. Und uns auch erzählst von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Freue mich. Wann hat das eigentlich begonnen, wenn wir jetzt so ein bisschen zurückblenden mit Arthrose? War das in jungen Jahren schon bei dir? Das war schon, ja. Das war ungefähr mit 20, 25 Jahren. Waren die ersten Anzeichen dafür. Dann hat man mit Mitteln das Ganze, mit Spritzen, mit Kortisonspritzen und nichts hat geholfen. Mhm. Nichts. Das ist ja eigentlich eine übermäßige Abnutzung, könnte man sagen, wenn man von Arthrose spricht. Oder woher kommt das? Man hört das ja manchmal auch bei Sportlern oder dann eben bei älteren Leuten, aber nicht unbedingt in diesem Alter, gell? Also bei mir war das, ich bin im Verhältnis zu meinem Wachstum, ist der Knorpelaufbau war zu langsam. Dann, das einfach kurz zu erwähnen, man hat dann die Knochen, und das ist einfach Knochen auf Knochen, hat gerieben. Mhm. Also die Mitte, der Knorpel, der das Ganze auch noch etwas abfedern sollte, fehlte. Mhm. Und das hat dann die Arthrose ausgelöst, dass die beiden Knochenteile aufeinander. Mhm. Und das hat dann den Schmerz verursacht. Ja. Dann hast du von einem christlichen Seminar gehört, und das war nicht einfach ein Tagesseminar, sondern das ging über, war das zwei oder dreimal? Das war dreimal. Mhm. Das war dreimal, verteilt auf in einer Woche. Dreimal genau. Und das war sehr interessant. Jesus und Heilung waren so die Themen. Bist du da eigentlich ein bisschen skeptisch hingegangen? Ich meine, du wolltest geheilt werden. Aber wie war das? Du hattest ja nicht diese so persönliche Beziehung damals zu Jesus Christus. Warst du da auch ein bisschen skeptisch? Absolut. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der alles hinterfragt. Und wenn man das hört, man kennt das ja, man ist erzogen worden im Katholismus. Und dann kommt jemand, ja, Jesus kann dir helfen, Jesus kann heilen. Dann fragt man sich schon dann, ob das wirklich so ist. Und meine Beratung hat alles übertroffen. Ich wurde dort an dem Omega Life live mit etwa 40, 50 Personen im Saal von meiner Arthrose geheilt. Mhm. Halleluja. Ja, und das war, genau. Also das ist ja, du durftest das erfahren, aber jetzt ganz konkret, wie ist denn das abgelaufen? Hat da jemand für dich gebetet? Nimm uns da ein bisschen mit hinein in diese Situation. Dass man saß im Saal, man hat dann gefragt, wer hat ein Anliegen oder ein Leid, beziehungsweise. Und ich, wie ich bin, immer zuvorderst, jawohl, ich habe ein Leiden, meine Arthrosen. Gute Freunde von mir, die schon mit Jesus unterwegs sind seit längerer Zeit, haben das gerne für mich gemacht. Die haben gesagt, wenn du kommst, wir beide sind, wir machen das für dich. Also ich ging nach vorne und hatte an diesem Tag Schmerzen, wirklich Schmerzen in meinen Gelenken, in meinen Knien beiden. Und die beiden haben das wirklich, wir haben das Ganze aufgegleist, sensationell. Wir haben das Ganze mit Gott Hände aufgelegt, dass Gott das Ganze heilen soll und dass mir die Knie gesund sind und alles weg ist. Das war interessant und das war dann schon, das ging 15, 20 Minuten. Und nach der Hände auflegen und durch das Gebet mit Gott und Jesus war das weg. Mhm. Sie haben eigentlich nichts anderes gemacht, als was die Bibel uns sagt, nämlich im Markus-Evangelium lesen wir, dass wir den Kranken die Hände auflegen sollen und für sie beten oder einfach die Hände auflegen und es wird ihnen besser gehen. Genau so. Und genau das durftest du erfahren. Genau so. Und du sagtest, du hattest zu diesem Zeitpunkt Schmerzen, also die Schmerzen waren weg. Jetzt ist die Frage natürlich nach der Nachhaltigkeit. Hat es dann auch angehalten? Das ist die Frage. Es hat. 100% es hat. Es gibt Punkte, wie schon kurz erwähnt vorher,
Das sind übermäßige Belastungen, aber die Arthrose ist weg. Ja. Die ist nach wie vor geheilt und ist nach wie vor weg. Ich habe keine Medikamente, keine Spritzen, gar nichts mehr. Und da wollen wir Jesus Christus wirklich auch die Ehre geben. Und was mich ganz persönlich so richtig fasziniert und freut ist, du bist an dieses Seminar, an dieses christliche Seminar, du hast gesagt, dein Hintergrund vom Glauben her war katholisch geprägt. Und jetzt durftest du eine Heilung erfahren, aber du hast auch den Heiler kennengelernt, nämlich Jesus Christus. Absolut. Und hast dich dann auch auf einen Weg gemacht im Glauben, der dein Leben anschließend auch weiter verändert hat. Und zwar massiv. Nimm uns mit hinein in eine Geschichte, wo du sagst, jawohl, da hat sich mein Leben dann grundsätzlich verändert, als ich diesen Jesus Christus persönlich kennenlernen durfte. Es hat sich alles verändert. Meine Person, man geht ganz anders an die Sache ran, natürlich. Also, wenn man das vorher nicht kennt, dann man geht einfach blindlings durch die Welt und Jesus öffnet einem die Augen. Also man hat auch gute Freunde, die mit Jesus unterwegs sind. Die braucht es auch natürlich auch, es braucht Freunde. Klar ist Jesus die Hauptperson, es braucht Freunde, die einem Jesus näher bringen. Das macht das Ganze auch noch stark. Wir sind aktiv in einer Männergruppe unterwegs, also Männer, die mit Jesus unterwegs sind. Wir treffen uns einen Monat einmal und sind stetig am unterwegs mit Jesus, Gebete, gegenseitige Unterstützung. Und was gelaufen ist, das sieht man an mir. Ich bin viel ruhiger, besonnener, mir geht es viel besser und ist natürlich eine Geschichte, die man gerne weitergibt. Und man sollte das viel mehr, weil Jesus hat uns, ist für uns am Kreuz gestorben, hat alle unsere Sorgen und Sünden von uns genommen. Und wenn man die Welt heute anschaut, dann sollte Jesus schon mehr im Mittelpunkt stehen, als er heute steht. Und das finde ich wunderbar, Franz, dass du dich entschieden hast, dass du gesagt hast, er hat so wunderbar eingegriffen in dein Leben. Die Heilung ist eine Sache, aber ganz grundsätzlich, er hat dir eine neue Perspektive gegeben. Du weißt heute, ein Leben mit Jesus, das lohnt sich. Und du behältst das nicht einfach für dich, sondern du sagst, meine Liebesgeschichte, meine Love Story mit Gott, die will ich teilen mit anderen Menschen. Absolut. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Vielleicht sind Sie auch in einer Situation, wo Sie sagen, ich bräuchte dringend Heilung. Oder überhaupt, Sie haben noch gar nicht gehört, dass dieser Jesus Christus heute noch heilt. Dass er persönlich erfahrbar ist. Und wie der Franz das schon erwähnt hat, dass er am Kreuz gestorben ist für uns, dass er alle Schuld auf sich genommen hat, aber auch alle Schmerzen und Krankheiten getragen hat. Und da können wir Sie einfach nur ermutigen. Wenn Sie das nicht schon tun, setzen Sie Ihre Hoffnung, Ihr Vertrauen auf diesen Gott. Und dann werden Sie auch persönlich erfahren, er hilft auch in schwierigen Situationen. Das muss man offen sagen, nicht immer geschieht eine Heilung sofort, sondern du durftest jetzt zwar erleben, ein Wunder könnte man sagen, ja, eine Spontanheilung. Absolut. Manchmal gibt es andere Wege auf dem Weg dann zur Heilung. Aber eins ist sicher, und das haben wir gehört von dem Franz, dieser Glaube, dieses Fundament, das trägt. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen.